Lass uns die Richtung hier buddeln. Ja, das hier ist definitiv besser. Jo, nehme ich mir dann. Ich kümmere mich um unseren so Gaylord-Gast. Ich grabe nicht mehr vor. Silvercoin, hey. Herr mit dir? Jetzt hat er sie aufgehoben, danke. Schon wieder einer. Ja, da ist schon wieder die nächste Höhle. Wow, hier unten sind echt massenweise Höhlen. Ist echt krank. Lass mal runtergraben. Nee, in die Höhle da rein. Das Wasser musst du dir in die andere Höhle einfließen. Wenn du wüsstest, wie tief es noch geht, ey. Ich will es gar nicht wissen. Ich will aber gern wissen, was es da unten an für Schätze gibt. Och, da gibt's so einiges. Holy fuck. Schlager. Wieso haust du mit deiner Spitzhacke? Du bist so ein Held. Ist das da Eisen? Ja, Eisen. Ich baue schon mal das Haus weiter. Meine Vasen. So, ich kümmere mich mal hier um das Skelett. Die droppen solche Haken angeblich. Und ich will so einen Haken haben, weil ich mir dann so einen Enterhaken bauen kann. Musst du dir ja noch 3 Kettenteile machen. Ja, das geht ja fix. Wo ist das Skelett denn hin? Nee, ist nicht mehr da. Hilf mir mal. Okay. Ein schwarzes, hässliches... Nie von höherem Grund nie runterspringen. Ja, das ist das, was ich gerade gemacht habe, nie tun. Hurray, ich hab dein Geld. Oh. Das brauche ich wieder so Ewigkeiten, bis ich unten bin. Blödes Skelett. Ah, ich hab zu wenig HP, ey. Ja, Silberschwert, da bist du. Das ist Eisen, nicht Silber. Das ist ein Unterschied. Ich überleg grad. Ja. Ich glaube, ich habe hier gerade einen Riesenraum gefunden. Komm mal her. Oha, ich komme auch. Ich bin noch 500 Füße von dir entfernt. Okay, 500 Füße. Das war eine tolle Längeneinheit. Oder Entfernungseinheit. Es kommt gleich sicherlich wieder so eine Schlange, die aus der Erde rausspringt. Wurm. Oder Schlange, oder was auch immer. Mir egal. Boah, das ist ja richtig schlecht. Ich baue die Höhle hier mal anständig aus. Dusch, 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 dusch. Komm mal hier runter, ey, das ist abartig. Ich habe ja eine Grabstätte gefunden. Glaube ich. Ne, da sind nur ein paar Vasen drin. Und noch so ein anderer Raum, wo nichts drin ist. Was zur Hölle? Was habe ich da überhaupt bekommen? Wurm! Das ist ein Wurm! Ah. Lass mal erstmal einen Pilz fressen. Aber da unten ist offensichtlich noch mehr. Wollen wir mal runtergraben? Ja, sicher das. Wir müssen uns nur irgendwie versichern, dass wir wieder hoch können. Warte mal kurz. Ich baue hier an der Seite schnell so eine Holzplattform hin. Ah. Kümmer dich mal um die. Ein Mutterschleim. Mutterschleim! Nein! Hat mich umgebracht. Ist das bestimmt die Schleim eigentlich? Hinter mir ist ein Skelett und noch ein Mutterschleim. Ist klar, Leute. Verdammt. Klingt schmerzhaft. Überall. Ist es auch. Hässliche, fette Schleim. Komm mal runter hier, Dani. Nee, ich baue Haus. Penner, okay. Das Haus muss doch gar nicht so groß sein, oder? Doch. Jetzt habe ich plötzlich Fallschaden bekommen. Da fehlen noch einiges an NPCs. Also, so ist es ja nicht. Wieso bekomme ich jetzt plötzlich Fallschaden beim Unterhüpfen? Was machst du da nicht, Clemi? Weg verschönern. Okay. Ja, stimmt, wir könnten ja mal so einen Komplettweg machen nach unten. Na, gut, das mache ich. Ja, einfach nur diesen Weg nach unten verbreiten. Jetzt habe ich jetzt 2 Linsen. Sag mal, war ich vorher einfach blind, aber oder aufpassen. Was? Steine. Ah, was soll ich mit den Steinen denn machen? Egal, Crafting. Erstmal mache ich mir Kupferbarren. Ich brauch Lehm. Und einen Goldbarren. Und einen Silberbarren. Habt ihr irgendwo Lehm gesehen? Nö.
Ah, doch, hier ist doch ganz viel. Oder so. Besteht fast alles aus Lehm. Autsch. Mach das da nicht weg, Lehm. Das ist doch Wurst. Einfach mal direkt nach unten graben. Okay. Das ist das Wichtigere nun. Wir müssen nur hier eine Wand hinbekommen, sodass wir... ...dass wir immer hochhüpfen können. Das machen wir mit Stein. Oh mein Gott, ein Wurm. Klemi, geh mal weg da. Mhm. So. Irgendwie bin ich ja nur ungern hier unten. Wo unten? Wo bist du? Guck doch. So, so. Ach stimmt. Ja, aber nicht so weit unten. Ja, nee, wir buddeln uns ja nur gerade so einen Tunnel nach unten. Hooray, Tunnel! Ja, auf die ist das um einiges effizienter, wenn wir nach unten wollen. Gut, dass wir Klemi haben. Stimmt, das ist ein guter Bauarbeiter. Los, Klemi, Buddel! Wir brauchen mehr Sklaven. Ja, also, falls ihr Lust habt, unser Sklave zu sein, liebe Zuschauer, schreibt mal in die Kommentare. Dann könnt ihr hier auf den Server gehen und 3 Tage am Stück einfach nur bauen. Ihr kriegt dafür dann einen Keks. Oder vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Keine Garantie. Achtung, wir werden gleich malen. Nein! Das ist ein roter Schleimsklops. Hooray! So, ich mach mal hier oben, Stein hin wieder, sodass wir unseren Weg hier nach unten bauen können. Sehe euch. Du siehst uns, so, so. Ja. Ich baue mal wieder hier die Plattformen hin. Die teilweise sehr ungeschickt gesetzt sind. Aber egal. Nach unten. Ja, von dir. Ich gebe dir gleich. Na Dani, wie läuft's da an der Seite? Gut, gut, um euch. Och, passt. Ich leite mal unser Wasser zu dir um. Nee. Doch. Nee. Okay, ich kann's auch weiterleiten. Hier ist noch eine Höhle, habe ich gerade gesehen. Denk an die Luft, ne, Klemi? Jo. Luft? Welche Luft? Klemi was slain. Oh Mann. So, also mal, wie weit wollen wir hier noch runter? Ja, hier kommt gleich eine Höhle. Egal, das ist unser Hauptminenschacht. Ich glaube, wir waren schon viel tiefer unten, oder, Klemi? Wir bräuchten hier Bomben, wir müssen einfach ganz viele Bomben reinwerfen. Oh, da ist Wasser. Es wäre doch eigentlich intelligenter, hier einfach ganz viele Bomben reinzuwerfen. Aber die kosten Geld. Ja. Iron Ore. Soll ich wieder Monster anziehen? Eisenerz. Monster anziehen? Ja, mach mal bei dir hin. Kriegst auch ein paar Punkte in den Death Counter. Ja. Ich hol mir aber das Eisen, ja, wo du gerade drauf hinarbeitest, ist dir klar, ne? Ich wollte gar nicht zum Eisen. Ich wollte euch vermisse. So, so, ja, das stimmt eigentlich. Dann haben wir hier einen Verbindungstunnel. Das wäre ganz praktisch. Hier unten ist noch so eine Höhle. Ich trau mich aber nicht reinzuspringen. Ja, solltest du auch vielleicht nicht, wenn die voll Wasser stehen. Ich hab eh kein Geld. Aus. Oh mein Gott, hier ist gar nichts. Nur ein roter Schleim. Das war ein Stimmt. Reinfall. Ein Reinfall in die Höhle. Hahaha, der war total schwach. Vase, meine. Yeah. Du hast Geld bekommen, du Penner. Ist doch mehr Eisenerz, hier ist richtig viel Eisenerz. Und bei Dani ist nix. Wer weiß? Okay, hier ist nichts. Ich weiß. Oh, ich hab Angst vor dem Schleim. Ja, die können wir gleich doch, umhauen. Lass der will doch nur hier, spielen. Ich schau mal hier an der Seite fix. Ne, hier ist nichts.
Ja, wir können dann, nee, da unten sind Vasen. Stirbt, Schleime! Vasen! So, irgendwie muss ich hier atmen. Lass mich hier durch! Ich sterbe gleich! Puh, das war knapp. Das war echt knapp. Wie kriegen wir das Wasser jetzt hier raus? Ich baue hier an der Seite mal wieder runter. Perfekt. Ja, jetzt müsst ihr alles zubauen, theoretisch. Dann ist das Wasser weg. Ja, egal, wir können es einfach durch das Wasser nach unten bauen. Das passt schon. Nein. Doch, wird schon passen. Nein. Doch, passt. Nee. Oh, doch. Zu spät, Wasser ist schon weg. Nein, das arme Wasser. Hä? Du hast es umgebracht. Unser Minenschacht wird weiter vergrößert. Boah, ich erinnere mich noch... Ich will mal oben weiterbauen. Okay. Ich erinnere mich noch, wie ich in Minecraft diese Minenschächte bis zum Obsidian nach unten gebuddelt habe. Gibt's ja eigentlich auch Obsidian? Ja. Das wenn Wasser und Lava sich vermischen, was nicht allzu selten ist. Ach, ich meinte Adminium eigentlich. Nee, das heißt schon Obsidian. Ja, ich meinte aber das, was ganz unten kommt. Ach das? Da weiß ich nicht. Das heißt, du warst noch nie ganz unten. Kommt. Doch, schon, aber... Was passiert? Ich will ja nicht alles verraten. Ja, okay, dann. Das ist ein Argument eigentlich. Wow. Bin ja nicht so der Spoiler-Freund. Mit Stimmen, mit Spinnenweben. Spinnenweben geht kaputt. Nee, da ist aber nichts Wichtiges drin. Doch, eine Vase. Meine Vase. HP. Da ist nochmal eine Höhle. Ich muss in diese Höhle. Nicht den Stein, nicht den Lehm da vorne kaputt machen. Sonst fließt das ganze Wasser hier rein. Ja. So, schauen wir mal. Ne, da ist nichts drin. Komm mal wieder zum Mauer. Wurm. Nein. Wurm. Müllwurm. Noch ein Schleim. Schleim, Schleim. Töte es, töte es. Ja, ich bin der Töteslave oder was? Ich hab den Wurm nebenbei noch. Den ersten Wurm, den zweiten auch. So. Wir buddeln ein Loch, ein ganz tiefes Loch. Ganz, ganz tief. Ganz tief hinunter. Was ist in dieser Höhle? Vase, Vase, Vase. Ich hab sie bekommen. Was ist in dieser Höhle? Ein roter Pinky. Schleim. Da oben ist ein Kupfer. Und ein klein bisschen Eisen. Nee, dafür lohnt sich's nicht. Könnte sein, dass du Probleme hast mit dem Schleim. Die löst man nämlich auf diese Art. Ich sterbe. Stirb. Ich bin getötet. Oh, getötet. Komm hier in die Höhle rein. Hooray. Wir gehen ganz weit runter. Ich will endlich in die nächste Stufe kommen. Ich nehme an, dass es mehrere Stufen gibt, wenn hier schon eine andere Musik anfängt. Das dauert aber noch. Okay. Sehr, sehr. Irgendwann lang. Werden wir es schaffen. Irgendwann. Aber die unteren Etagen, die sind böse. Okay. Also ich sag mal so, das bleibt nicht bei den Skeletten und Zombies und Schleimviechern. Okay. Ich will Magie und so. Ach. Anschließend schlägt ein Blitz in dein Gesicht ein. Ja, genau. Das ist schmerzhaft. Autsch.